So, liebe Leute, letztes Spiel dieser Mega-Session hier bei Let's Play FIFA 23. Saison 4. Es ist das Champions-League-Finale, das jetzt noch ansteht. Und ja, das könnte dann entscheiden, ob es das letzte Spiel unserer Karriere ist oder ob wir noch eine Saison mindestens dranhängen. Gehen wir rein ins Match. Auf geht's. Wir haben 4-0 gewonnen gegen RB. Das DFB-Pokalfinale. Davor gab es also das Liga-Pokalfinale, das die Bayern entschieden haben. Und jetzt gehen wir mal in die Pressekonferenz. Zum Abschluss nochmal. Komm. Eigentlich überspringe ich den Scheiß mal gerne. Jo, passt. Achso, ich habe tatsächlich. Ich wollte eigentlich in die Pressekonferenz. Gut, dann habe ich sie übersprungen. Na egal. Wir kommen zum Finale der UEFA Champions League. Heute geht es um den Titel, um den Thron im europäischen Vereinsfußball. Bleiben Sie unbedingt dran. Wir zeigen es Ihnen aus dem London Stadium. Das Spiel, auf das die ganze Fußballwelt gewartet hat, das Finale der UEFA Champions League. Es ist der Höhepunkt einer tollen Saison und da sind wir dabei. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten Sie durch diese Begegnung. Jetzt sind es nur noch ein paar Minuten und dann rollt hier endlich der Ball. Könnte heute ein klasse Spiel werden, Buschi. Ist natürlich immer auch die Frage, wer hat in so einem UEFA Champions League Finale die Nerven besser im Griff. Die Belastung ist enorm für beide Teams und da sind auch gestandene Profis nervös. Ja, Paris Saint-Germain ist der Gegner. Aber wir haben Manchester auswärts geschlagen, wir haben die Bayern auswärts geschlagen, wir haben Real auswärts geschlagen, wir haben in Napoli gewonnen, wir haben auch in Istanbul gewonnen, was jetzt meiner Meinung nach die einfachste Variante war auch, das ist das Silvesterstadion. Ja, es sind einige Teams, die wir da unterwegs mitgenommen haben. Gut, Rom noch dabei, nichts vergessen, im Achtelfinale. So wollen sie dieses Spiel heute angehen. Aber jetzt das große Finale. Paris. Wir brauchen keine Falle auf die gelben Formel-Lastenspieler, wo man gar nicht gucken. Ist es am Ende wurscht. Ich hab die beiden, die jetzt da noch aufhören. Warnisek. Leider nicht mit dem Kader. Hätte ich schon gedacht, die da mit dem Kader zu ziehen. Ja, mal schauen. Schafft es die große Spielvereinigung Bayreuth? Die kleine Vereine, ja. Das große Paris Saint-Germain. Den Champions League dazu. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Das Tiki-Taka ist ja, natürlich eine große Mbappé, da müssen wir schön aufpassen. Und das wollen sie auch heute wieder zeigen. Ja, da hat es kein Gegner leicht. Sie haben die Rodrigo, Ballsicherheit. Kein Messi, kein Neymar. Paris steht sogar fünfmal hinten drin. Ja, mal gucken. Es wird, dann wird definitiv alles anders einfach. Gehen wir es rein. Finale heute entscheidet sich am Ende oder nicht. Wir gehen rein in diese hoffentlich spannende Partie. Lepperle. Die Räume jetzt dafür. Ja, der hat aber keinen Platz mit keinem Mann, der mitgeht. Die Flanke in Richtung Aubameyang. Ah, Aubameyang. Halbherzig, das könnte sich hier rächen. Fischer. Und der Ball kommt auf Donnarumma. Vor dem Spiel wurde viel über Lionel Messi diskutiert. Denn er hört ja auf, Buschi. So schade. Ach, der spielt doch im Kader. Steht im Kader. Ich dachte, wir schon weg. Da ist der Manager nicht zu beneiden. Sterne. Hätte nicht dabei. Ja, Messi, glaube ich, meines Wissens. Wie soll das gehen? Da schießt er. Nein! Das wäre die erste Riesenchance für Bayreuth geworden. Ecke kommt ins Zentrum. Sie können nicht klären. Sind beide. Schiri, das gibt Elfmeter für uns.
Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Machen Sie konsequent da hinten. Ab jetzt haben wir sie. Momentan haben wir sie relativ gut im Griff. Aber jetzt mal Pedri. Ja, mit viel Pulisic. Einsatz. Weiter diese Szene. PSG lauert auf die Chance. Aber dann scheitern sie doch. Ballverlust. Ach, Mann. Ganz alleine. Ja, aber sowas von Absatz. Sie sind Mbappé. Weil sie zu hastig waren, da müssen sie abwarten, bis wieder alle aus dem Abseits raus sind. Aber dann kommt dieser Pass, das ist ärgerlich. Aubameyang. Da hält er das Gleichgewicht. Dabei strauchelt er kurz. Ja, ja. Aubameyang. Er könnte das Führungstor. Ja! Tor, da ist die Führung. Es ist natürlich immer wichtig, den Bayreuth führt zu machen. In genau Paris. So hatten sie sich das erhofft in diesem Finale der UEFA Champions League. Bayreuth führt gegen Paris Saint-Germain. Das ist sogar schon verdient. Wie viele Minute war es jetzt? 26. wäre geil gewesen. 21. Ja, fast. Oh, das wäre wichtig. Stell dir vor, wir gewinnen die Champions League. Wir haben Paris bisher sowas von weggehalten. Vom Rückstand. Wir haben bisher Paris vom Tor festgehalten. Ja, gut gemacht, euch Lepalle. Ist das 2-0. Schön auf. Und damit liegen sie in diesem Finale mit 2 Toren in Führung. Jetzt haben sie alles in der Hand. Es sieht tatsächlich danach aus, als wäre das meine letzte Partie von 23. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Da müssen wir mal gucken, was wir machen. Bis das neue FIFA rauskommt. Machen wir nochmal eine andere Saisonkarriere? Mit der anderen Mannschaft? Hätte er mal in die Kommentare schreiben, wer Bock drauf hat. Ja, schönes Ding jetzt. Nochmal. Das ist kein Ball, der Ball war nicht im Aus. Sterner, können wir wieder rein da hinten. Da sehen wir es wieder. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Ja, schade. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Nochmal irgendwie jetzt Rodrigo. Er zieht vorbei. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Und Aubameyang. Ah, schade. Exzellentes Zweikampfverhalten. Ich habe nicht durchgekriegt den Ball. Pedri. Bis jetzt, wie gesagt, haben wir sie locker im Griff, haben sie noch nicht wirklich ans Tor rankommen lassen. Aubameyang. Steilpass wird abgefangen. Also das war fast durch. Matthäus. Mbappé. Guter Steilpass hier, macht er gut. Schelderup. Er kann es machen. 3-0. Ist der gefährlich. Alle wissen. Kurz vor der Pause. Kann ihn keiner. Doppelpack. Ganz starkes Spiel heute. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Ja, so kann man es auch machen. Heiß, sick, kalt. Doch noch immer gesagt, eine gute Situation retten. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte. Und wie gesagt, wir spielen hier Champions League Finale. Spielt hier Bayreuth gegen Paris Saint-Germain. Und dann ist Pause. Jetzt passiert hier nichts mehr in diesem ersten Spielabschnitt. Pause, gleich geht's hier weiter. Nichts zu retten für Paris, muss man sagen. Ja, sie hat gerade 4-0 Torschüsse, also ja, eisekalt halt. Auf geht's. Halbzeit Nummer 2, so, noch 25 Minuten Zeit für Paris hier, um was zu ritzen, zu reißen. Um was mitzunehmen. Kann sich durchsetzen. Mbappé. Riesenchance, Mbappé. Mbappé! Und genau deswegen ist er halt da. Scheiße.
Da kommt das Tor nochmal. Ja, der Marcano war locker durch manche. Das ist der erste Torschuss in Paris und der sitzt direkt. Und dann ist es klar, dass der Treffer fällt. Kylian Mbappé aus kurzer Distanz, das ist seine große Stärke. So, was gibt der Schiedsrichter da? Gar nichts. Minimum Gelb hätte ich schon gesehen für den. Führt den Freistoß kurz aus. Er passt Pedri. Das war jetzt nicht so einfach. Rodrigo. Also das Kimpembe. Vorteil für PSG. Mbappé. Rodrigo. Ah, das war zulässig. Mbappé nochmal. Gute Grätsche, er hat den Ball. Lempalle. Ist hier immer noch am Ball. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Angriff beendet. Weil solange hier nichts weiter jetzt passiert und es ist halt noch. Es sind jetzt noch 30 Minuten. Mbappé. Jetzt der Schuss. Klasse Einsatz. Hätte sonst gefährlich werden können. Machen sie jetzt gut. Paris weiß jetzt, dass sie ein bisschen besser drin sein in der Partie. Rodrigo. Mukiele. Rodrigo. Muss Einwurf geben. So, jetzt geht Paris. Wechsel bei PSG. Das gibt Freistoß gegen PSG. Super. Frisches gegen die. Sie holen sich den Ball. Paris ist viel besser drin als in der ersten Gewinnt Halbzeit. Dieses Duell. Frempong. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Pedri, tolle Parade. Aber Gefahr Norbert. Ist noch nicht vorbei. Erster Linie mal. Jetzt ist das mal weg. 20 Minuten. Jetzt ist die Kugel 25, weg. Lass mal 25 noch sein. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Sie versuchen es. Der Ball war ziemlich harmlos. So. Der Militao gibt Abstoß. Freistoß für uns, ja. Donnarumma. Ist egal. Alles ist gut. Es gibt einfach nur ein bisschen Zeit auf die Uhr. Mbappé. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Oh, jetzt oh nein, oh nein. Er holt sich den Ball. Norbert, sehr geil. Ja, wäre Tor Nummer 2 gewesen in dieser Partie. Doppelpack verhindert. Gute Aktion. Ja, kurz ausgeführt. Vorteil für Paris Saint-Germain. Vorteil. Aber jetzt gibt es doch noch den Freistoß. Ja, warum fasst du denn jetzt den Vorteil über den Listen? Dann lauert er gerade wieder weg. Vertretbar, denke ich. Sie machen das Tor. Ist es denn zu glauben? Ist zum Fakten, wir kotzen hier schon wieder. Nur noch ein Tor Rückstand. Wir schauen auf die Entstehung des Tores. Es ist Pedri jedenfalls mit dem Tor. Was hat der blödsinnige Freistoß meiner Meinung nach? Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. So, jetzt muss ich jetzt gucken, dass ich hier irgendwie das Ding nach Hause fahre. Weil ich habe eigentlich sowas. Schon so, als hätten sie hier so ein wenig die Oberhand. Ja, sie haben natürlich. Sie sind voll mit drin wieder in der Partie. Der Blick auf es, ist Uhr, noch, es ist, glaube ich, gefühlt zweite Torschuss zu Paris. Sie schalten nochmal auf Angriff. Sie wollen den Ausgleich unbedingt. Ah. Verliert den Ball. Schönes Sieg. Jetzt PSG auf dem Weg nach vorne. Pulisic. Mbappé. Könnte der Ausgleich sein. Und jetzt Freistoß gegen Paris Saint-Germain. Freistoß für uns. PSG mit dem Wechsel. Ganz energischer Einsatz. Lange mal noch. Rodrigo. Mbappé. Sie verteidigen erstmal den Ballbesitz. Super durchgesetzt. Das ist wichtig. Es gibt Eckball, sie sind nur... So, jetzt muss diese Ecke nur noch passen. Wenn diese Ecke passt, endet hier unsere Karriere. Also, wenn die, was heißt die Ecke passt, wenn die,
wenn diese Ecke gut verteidigt wird oder wie auch immer. So, jetzt werde ich natürlich die Wechsel ziehen. Hätte ich nicht gedacht nach der ersten Halbzeit, dass es hier nochmal so spannend wird. Jetzt bitte irgendwie das Ding verteidigen. Das war es! Bayreuth gewinnt die Champions League und damit endet unsere Karriere in FIFA 23 mit dem uns letzten noch fehlenden Titel, zumindest im National und International, also wie gesagt, für natürlich Europa die Konferenz League. Aber egal, ich habe einen internationalen Titel, 2 aus 3 haben wir geholt in dieser Saison und damit in nach 4 Jahren, nach 4 Saisons unser Titel. Saison wirklich spielerisch, aber natürlich auch taktisch. Es hat, so hätte ich niemals gedacht, also 3-0 hätte ich zur Pause. Und da wurde mein. Der Pokal. Ein besonders schöner Pokal. Ja, du willst Pokal. Den jetzt aber auch in den Händen halten. Der Pokal. Jetzt hat er sich in den Pokal verliebt. Da ist der Pokal. Das ist doch nicht zu fassen. Ich liebe den Pokal. Das ist der Champions League. Jetzt haben sie ihn. UEFA Champions League Sieger. Kann nicht jeder von sich behaupten. Der Pokal ist immer dabei. Der Pokal. Fontänen. Feuer, das ist ein bisschen was für dich. Ich erfreue mich einfach am Pokal und die Spieler auch. Das ganze Geklimper aus dem ist ihnen vollkommen egal. Dieser Moment bleibt. Wir haben es gerockt, liebe Leute. Das ist die Spitze. Ihr habt alle Ergebnisse, alles. Alles getrotzt, die Niederlage gegen die Bayern im Halbfinale-Hinspiel. In München das Ding klar gemacht und hier mit einer Meisterleistung in der ersten Halbzeit den Titel am Ende geholt. Auch wenn es am Ende raus nochmal spannend wurde. Paris hatte gefühlt zwei oder drei Torschüsse, zwei waren drin. Ein Papier und die Zusammenhalt, Gavi, jetzt, ich Pedri schon. Und jetzt ist es am Ende. Aber trotzdem, unser Titel. Schöne Bilder. Da sind sie also, die Champions League Sieger in diesem Jahr. Gibt nochmal ein schönes Bildchen zum Abschluss. Und das wird garantiert in Erinnerung bleiben. Nein, Bild geht um die Welt. Ich habe es so durchgezogen. Ich habe tatsächlich seit dem Schalke-Spiel alle Spiele jetzt durchgespielt an einem Tag. Und ihr wisst, wie weit wir waren. Er könnte das Führungstor machen. Tor, da ist die Führung. Ja, es ist natürlich immer. So, Fakt ist, es ist durch. Wir sind durch. Jetzt gehen wir nochmal schnell ins Interview. Wir haben ja vorher keins gemacht, jetzt sollen wir nochmal eins machen. Ja, und damit endet. Ja, theoretisch wird der Europäische Supercup noch. Ja. Ist egal. Alles gut, wir brechen jetzt keine neue Saison mehr an. Oh, hi there. I've just got a couple of questions about the match. Ja, es fehlt tatsächlich noch der Meistertitel, aber das war halt die Saison nicht machbar. Der ist halt nur ausgeliehen, ne? Thanks, that's all the questions we have for you. So, jetzt können wir noch mal ein bisschen feiern. Wir brauchen jetzt keinen. Für uns ist das Ding durch. Ich guck mal gerade, was wir noch bekommen, was wir bekommen würden. 20 Millionen, ja geil. Ach, Tim Lemberley ist egal. So, jetzt ist es eh durch. Gut. Wir speichern das Spiel.
Und dann bin ich für heute raus. Ja, liebe Leute, das war's mit FIFA 23. Was ab morgen weitergeht, weiß ich noch nicht. Vielleicht machen wir noch eine andere Karriere. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, worauf ihr Bock hättet mit irgendwelchen Situationen. Das habe ich jetzt durchgetrockt in 4 Jahren. Von der dritten Liga als Typ mit 1,5 Millionen Transferbudget zum Champions-League-Titel in 4 Jahren. Es hat übelst viel Spaß gemacht, auch wenn da einige Momente dabei waren, wo ich mir echt dachte, das war's. Aber, wie gesagt, klar, wir haben es in der dritten Liga gehabt. Wir haben sie in der zweiten Liga mit dem SC Freiburg gehabt, da waren sie nämlich. In der dritten Liga haben wir gerockt, das haben wir klar gewonnen. Haben wir in der zweiten Liga 10 Punkte Rückstand auf Freiburg, das haben wir gerockt. In der ersten Saison der Bundesliga haben wir, glaube ich, auch ein paar Punkte Rückstand auf die Bayern gehabt, haben wir auch gewonnen. Und jetzt haben wir es halt leider nicht geschafft. Aber wir haben den DFB-Pokaltitel zum zweiten Mal geholt in 4 Jahren. Und in der ersten Saison direkt den Champions League gegen Paris. Ja, ich danke fürs Zusehen. Und habt einen schönen Tag noch und wir sehen uns bestimmt irgendwann nochmal wieder. Bis dann. Tschüss.